Jetzt sind wir gerade am Bögen einzeichnen. Zuerst haben wir die Flucht gemacht, das ist das Wichtigste. Zuerst haben wir entscheiden, wo kommt die Mitte her, wo ist vorne der Eingang. Dann zieht man mal die ganze Linie durch die ganze Zeltanlage durch. Und dann kann man nachher auf dieser Linie eigentlich alle Punkte einzeichnen. Wo fängt das Buffet an, wo fängt das Hauptzelt an. Eben jetzt, wo kommen die Bögen, in welcher Linie kommen die zwei Bögen. Das ist das, was wir jetzt machen. Auch wieder ausgehend von der Mittellinie gibt es jetzt zwei rechte Winkel pro Bogen, wo man nachher die Distanz von der Mitte, von der Fußplatte vom Bogen mit einzeichnen. Und das ist eigentlich das, was am genauesten stimmen muss. Wenn der Kreis ein bisschen, wenn es selbst 20 cm oder einen halben Meter ein bisschen daneben wäre, die Spanzen sind lang genug, da würde nichts passieren. Aber die Bögen, die müssen haargenau stimmen, sonst springen wir es nicht zusammen. Hier 1754. Ja. Und da draußen kommt der. Hier machst du einfach den Strich der Platte. 1754. Und jetzt zeichnen wir aber den auch noch ein. Und der ist 425 ungefähr. Das steht, wo der Mast würde stehen. Ja, immer so 2-3 Tage vorher, je nachdem. Ja, und eben auch je nach Wetter. Ja. Wenn es regnet, ist es halt schwierig, dann hebt der Spray nicht. Also auf einer Wiese würde es gehen, aber auf einem Kiesplatz hast du keine Chance. So, jetzt machen wir den Kreis, schauen, dass er rund wird.